Fromekraft, warum warst du so lange weg? Warum kommen keine Videos mehr? Du Spast. Hallihallo, Hallöchen. Ich möchte euch heute mal wieder ein neues Messer vorstellen. Und ja, es tut mir leid, dass ich sehr lange weg war, aber habt ihr schon mal aus dem Fenster geschaut? Licht! Sonne! Juhu! Da! Okay, das war jetzt sehr random und ich nehme heute mal nicht alleine auf. Hier ist mein Kater. Sag mal hallo. Sag hallo. Okay, er pennt immer noch. Okay, ja. Was soll ich sagen? Also die Verpackung ist leer. Das, was hier drin ist, das ist längst woanders drin. Und ich hol's einfach mal kurz. So, gucken wir einfach mal hier rein. Ja, ich habe jetzt ein schönes Sammelalbum für meine Messer. Wir gucken uns heute das hier an. Komm mal her. So, das gucken wir uns irgendwann anderen mal an. Heute geht es um das Home Basilisk. Beziehungsweise um den Trainer, den ich auf einer sehr tollen Seite gefunden habe. Ich glaube, ihr kennt sie alle aus meinen letzten Videos. Ja, das hier ist wieder nur ein Klon, aber ich finde, der ist genauso gut wie das Original. Also beschweren kann ich mich da eher weniger. Also beschweren kann man sich da normalerweise auch nicht. Halt, stopp, nein, das ist was anderes. Okay, ja, also ihr seht schon, das Teil läuft sehr smooth. Und wie ihr seht, es hat sau wenig Handleplay dafür, dass es so flüssig läuft. Ja, und so sieht das ganze Teil jetzt aus. Ich weiß, mit echter Klinge würde es 1000 Mal geiler aussehen, aber leider sind die immer noch in Deutschland verboten. Hoffentlich ändert sich da mal was. Ja, so sieht das halt aus. Wie es echte Basilisk halt. Ist auch wirklich sehr gut verarbeitet worden mit dem G10 hier. Ja, ich habe jetzt hier schon so ein Band dran gemacht, damit ich auch immer weiß, welche die Bite Handle ist. Ich habe das Latch abgemacht, das habt ihr ja in der Verpackung gesehen. In der Verpackung war übrigens noch eine Nylon-Tasche drin und das Zubehör dazu und natürlich Schraubenzieher. Deswegen hatte ich das eigentlich schon längst rausgenommen, weil ich möchte jetzt nicht immer die Verpackung vorstellen. Die ist ja immer wieder die gleiche. So, kommen wir nun aber mal zu den technischen Details. Das Basilisk legt ein stolzes Gewicht von 143 Gramm auf die Waage, ist somit in der Mittelklasse des Gewichts, hat eine 10,8 cm lange Klinge aus dem D2-Stahl, hat einen 13,8 cm langen G10 Griff mit Titanlinern darunter. Und wenn es offen ist, hat es eine Insgesamtlänge von 24,6 cm. Das Basilisk hat ein Sandwich Design mit zwei sehr massiven Titan Spacern und natürlich ein Double Tang Pin System, welches die Klinge hervorragend arretiert und auch dafür sorgt, dass die Handles einen ordentlichen Abstand zueinander haben. Ja, und er hat wieder eine halbe Stunde gebraucht, um es scharf zu stellen, gefühlt. Ja, so sieht es hier aus. Was mich stört, es klappert hier ein wenig. Das liegt daran, dass es an der Bite Handle ein bisschen in diese Richtung hier schlägt. Das ist die einzige Stelle, die klappert. Hier sieht man zum Beispiel, ist überall der gleiche Abstand. Ja, aber hier klappert das ein bisschen. Und generell hört sich das aber auch so an, als wäre es nicht ganz so hochwertig verarbeitet. Ich weiß nicht, aber irgendwie mag ich diesen Sound hier nicht so ganz. Und dass die Handles hier so rumscheuern. Ja, aber das sind jetzt so Kleinigkeiten, über die ich mich immer gerne aufrege. Ne? Ja, das ist eigentlich auch alles, was ich dazu sagen kann. Das wäre es dann auch im Prinzip schon wieder gewesen. Ich hoffe, euch hat das kurze Video dennoch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, was ich dann auch immer vorstellen werde. Ich habe hier noch eine Menge Messer rumliegen, sage ich euch. Oh Mann, und die Hälfte davon ist immer noch nicht vorgestellt worden. So viel Arbeit noch. Egal. Spaß. Also dann, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, ihr kennt ja meinen Kanal. Bis dann, tschüss.